In erster Linie bin ich für das Teilnehmermanagement zuständig. Das umfasst die Teilnehmerkorrespondenz und auch die Beantwortung von Anfragen. Dann mache ich alles, was so an Social Media fürs Buchcamp anfällt. Habe für die Spotlights einige Interviews gemacht und bin dann auch bei den Vorbereitungen kurz vor dem Buchcamp auf dem Media Campus dabei und natürlich auf dem Buchcamp selbst und werde da mithelfen zu protokollieren, später aufzuräumen, Videos zu drehen. Und natürlich wird dann noch die große Herausforderung sein, dass das Buchcamp selbst ganz reibungslos und mit möglichst viel Spaß abläuft. Also den typischen Ausbildungsweg für die Buchbranche gibt es sicherlich nicht. Also ich würde auch nicht sagen, dass, ja, also viele haben ja vorher irgendwie eine Geisteswissenschaft studiert, also ob das jetzt Buchwissenschaft ist oder was anderes, und bevor sie in die Buchbranche einsteigen. Und viele Buchhändler machen aber auch tatsächlich nach ihrer Ausbildung ein weiterführendes Studium, was bestimmt auch damit zusammenhängt, dass die Weiterbildungs- oder überhaupt die Aufstiegschancen im Buchhandel im Vergleich zu anderen Teilen der Branche eher etwas begrenzter sind. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr guten Einstieg in die Buchbranche, wenn man vorher schon mal eine Ausbildung in dem Bereich gemacht hat, weil man dann wirklich auch schon vorher ein bisschen weiß, worum es eigentlich geht und auch einen anderen Blick auf die ganzen Sachen hat, die da passieren. Als Buchhändlerin natürlich ganz klar etwas, was den stationären Buchhandel wirklich konkurrenzfähig zu Amazon und Co. macht. Da gab es ja in letzter Zeit schon einige interessante Entwicklungen, wenn man zum Beispiel an den Tolino denkt oder auch an die Buy Local-Initiative, an das Buchmarketing des Börsenvereins oder jetzt die Diskussion über eine Metadatenbank. Also der richtige Durchbruch ist da natürlich noch nicht erreicht worden. Deswegen bin ich auch ganz gespannt, was der Prototype Next Bookstop so für Potenzial hat. Da soll ja eine Buchhandels-App entstehen. Und ich denke, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Erstmal stellt sich natürlich die Frage, was Netnographie eigentlich ist. Netnographie ist eine Methode, mit der man beobachten kann, wie Kunden bzw. Verbraucher sich im Internet oder besonders in sozialen Netzwerken über bestimmte Themen oder Produkte äußern. Und Unternehmen können mit der Analyse dieser Beobachtung ihr internes Unternehmenswissen und das externe Kundenwissen erweitern und diese Erkenntnisse dann auch in die Produktentwicklung einfließen lassen. Bis jetzt haben das Unternehmen wie Videda, Nike oder auch Nivea durchgeführt. Und ich würde jetzt gerne diskutieren, inwiefern man das auch in der Buchbranche machen könnte. Oder vielleicht wird es ja auch teilweise von einigen Unternehmen schon gemacht. Das ist natürlich eine sehr aufwendige Methode. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ganz interessant ist, dass bei bestimmten Produkten oder Themen einzusetzen, zum Beispiel wenn es um E-Books geht oder auch Digital Rights Management oder wenn man einfach mal gucken will, was bestimmte Zielgruppen zu bestimmten Themen sagen, gerade wenn man jetzt an die Hobby-Communities denkt, da wäre das bestimmt sehr aufschlussreich. Und ich würde einfach mal gerne wissen, was Leute aus der Branche zur Netnographie sagen.